herzlich willkommen wieder zurück. Manuel zockt unterwegs als Krankenhausleiter. Genau, wir waren hier in der letzten Folge stehen wegen Krankenhaussterben. So, wir machen hier einfach weiter. Das Gesundheitsministerium von Tupfbäumen County, die Erdbeerungsschutz, alle Krankenhäuser aus County, wenn wir ein Krankenhaus aufbauen, das sich deren Probleme der Anwohner annimmt. Wird das Krankenhaus offiziell eine Sternewertung verleihen? Das bringt uns diverse Vorteile. Ja, ja, ja. Es folgt jetzt unser neues Format Bicklewurfs Bewertungen. Heute nehme ich das neue Gourmet-Restaurant Le Soufflé Triste unter die Lupe. Welch ein Genuss für den verwöhnten Gaumen. Das Straußenrührei auf blanchiertem Toast ist ein ganz besonderer Genuss. 4 von 5 Salzstreuern. Durch das Erreichen von Zielen und das Bewältigen von Herausforderungen verdienen unsere Organe Kudos. Damit können wir Zugang zu neuen Objekten erhalten. Ja, okay. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Das könnte unsere Erleuchtung allein den Patienten erkrankt, wenn man vor allem an ihrer Ausstrahlung. Der Patient möchte sich behandeln lassen.
So. Ein Sternekrankenhaus, eine Waldpatiente mit helles Köpfchen. Ja, machen wir doch gleich. Unsere rasende Reporterin Sally Fick Blanket ist gerade mit ihrem Kamerateam von einer Reportage zurückgekehrt. Allerdings weiß ich nicht, worüber sie berichtet hat. Kein Mensch sagt mir hier auch nur irgendetwas. Ja, geschätztes Krankenhausleitung. Ein Sternekrankenhaus, ganz gut vom Krankenhaus. Mit einem Stern. Also eine von maximal 3 Sternen bewertet. Ich habe zu Feier des Tages eine Akte aus meinem Mülleimer gerettet. Bauen Sie Ihr Unternehmen in Oxford weiter aus, um hier noch mehr Ruhmreichtum und Schnickschnack zu ernten. Wenn Sie es eilig werden, Expansion haben, können Sie sich ein neues Krankenhaus am Loverblock eröffnen. Sie haben ganz allein die Wahl. Wir machen das erstmal hier noch weiter. Heile 25% in Landgehörern, Sternenbewertung des Krankenhauses und Organisation, ein ganz normal. Damit kannst du Objekte von Krankenhäusern Gesundheit. Heile 25 Patienten verdienen 200.000. Zugabe zurück, Cambridge. Ja, ja. Guten Morgen, Leute. Wer heute Morgen in den Lower Bullocks die Augen aufschlägt, könnte eine Versammlung von Möchtegern-Druiden unten beim Kippelsteinkreis beobachten. Wie es der Zufall so will, findet in der Stadt heute auch ein Psychologenkongress statt. Ein Träumchen. Ja, ihr habt gehört, Psychologenkongress. Brauchen wir noch was? Nein, wir bleiben erstmal noch hier. Bei uns. Auf der Suche nach Spiel und Spaß für die ganze Familie? Na klar! Besuchen Sie den Zoo von Grockle Bay. Und bewundern Sie Klammeraffen. Ah, Luftschlangen. Und Reißwölfe. Was? Grockle Bay Zoo. Fast keine Todesfälle in über 2,5 Wochen. 24 Stunden am Tag.
Das ist Radio Two Point. Ja. Gerade gemacht, du Esel. Warum ist da jetzt... Ich möchte Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, einige Hinweise zu passender Wortwahl geben. Es handelt sich um eine öffentliche Dienstleistung meinerseits, die ich mit keinerlei Mangel an Demut verrichte. Auch würde ich selbige gern auf den Bereich der korrekten Aussprache ausdehnen. So fürchte ich, Ihre unterentwickelten Stimmbänder machen diese Herausforderung zu einer Sisyphusarbeit. Thank you.
so glatt. Patienten, die die Krankenhausvorschriften missachten, werden gebeten, dies zu unterlassen. Ja, wie er gesagt. Heute habe ich nur ein einziges Wort für Sie. Hosen. Man sollte sie immer tragen. Sie schützen vor Sonne und dem Knubbelknie-Syndrom. Beherzigen Sie meine Worte, verehrte Hörerinnen und Hörer. Ah ja. Okay. Hosen. Krankenhausstufe 6. Ja, schön. Mehr Pinkelpausen. Leider haben wir nicht genug Patienten abgeheilt. Das hat uns auch geschadet. Ja, das machen wir klar. Wollen wir uns das nicht da. Das war schon mal zu schauen. Ja, gut.
ich doch gerade sagen, sind wir gut mit dabei. Jetzt warten wir auf die nächste Situation, dass wir Pause machen können. Ihr hört Harrison Wolf. Auf Radio Two Point. Ihr hört Harrison Wolf, die einsame Stimme der Vernunft. Und ich bin hier, um all euch wachsamen Zuhörern da draußen die Wahrheit zu verkünden. Öffnet eure Augen und Ohren und findet heraus, was wirklich vor sich geht. Aber zuerst Musik. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden.